Uncharted 4. Und wir erkunden natürlich weiter das Gebäude, in dem wir ja eingerutscht sein. Ah, da müssen wir uns gleich ducken. Da, die Kanone schaut auch gut aus. Da ist auch noch eine. Und der Dom ist unser Ziel. Heilige Scheiße. Tja, hier sind unsere verschollenen Siedler. Zumindest ein paar davon. Verdammt! Ich glaube, dass da eine Revolte gegeben hat. Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Schauen wir mal rein, was er geschrieben hat. Okay, hat sich das alles aufgezeichnet. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehen wie Soldaten aus. Verbündete finden. Okay, er hat uns wahrscheinlich noch was zu sagen. Ja. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist? Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Ja, was mir natürlich für die Leidtragenden nicht hoffen, aber für uns schon. Darf man das einmal alles von einer erhöhten Position gerne mal anschauen? Alter, da liegen sie immer. Ja, da ist es ziemlich abgegangen, kann ich mir vorstellen. Ich hab gerade irgendwas gehört. Hat wie ein Flüstern geklungen. Da haben wir nochmal so ein Zeichen. Von der Revolte, sag ich jetzt einmal. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Wahnsinn. Die Bilder auf der Decken. Die Statuen. Gut, probieren wir mal, ob der Hebel noch funktioniert. Okay, dann. Oder auch nicht. Willst du mir mal? Ja. Wieder Handarbeit angesagt. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also, Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Wie immer die Diebe von Libertalia. Dieb. Sagst du da was dazu, Sam? Na, sag gar nichts. Aber da, allein die Decken schon wieder gewaltig. Da oben steht noch einmal einiges auf ihre Bildeln oben von den Piratenkapitäne. Halt, da ist was aufblitzt. Leer. Ganz schön viele leere Regale. Da ist alles ausgeräumt worden. Die haben da gar nichts übrig lassen. Ich hab was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Abschnitt G-Regal B. Inhalt wie beschrieben von R. Taylor. Bildjuwelen besetzter Dolch. Gründer Al-Basr behauptet, dass dieser juwelenbesetzte Dolch Großmogul Auran Gützib persönlich gehörte. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bild Perlenelefant. Ein grandioses kleines Exemplar, bemalt in sattem Indigo mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selbst einzustecken.
Bild, ja, die Vase. Die Details auf dieser skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jadebearbeitung. Gründer Al-Basar Basra sagte mir, dass das Reich über ganze Werkstätten verfügte, die sich der Herstellung solcher Gegenstände widmeten. Nehmen wir mit. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir da irgendwie zum Klettern kommen. Da kann man auch gehen. Haben wir die Schatzkammer gefunden und dann ist sie leer. Das ist die Frage, wohin wir jetzt müssen, gell? Gut, da müssen wir mal nicht hin. Halt. Captain Avery. Sahst auch schon mal besser aus. Hat er sich den Kopf jetzt eingemalt? Ja. Keine gute Zeit, um den Kopf zu verlieren. Das ist sehr richtig. Haben wir da noch einen Hinweis? Ja. Schicke Klamotten. In deiner Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Moment. Nathan, hier drüben. Wo ist er dahin, Steller? Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertaria-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau, da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Sehr geil. Gefällt mir. Ja, jetzt haben wir mal schauen. Wie kommen wir da hoch? Wollte ich genau das Gleiche sagen. New Devon. Jetzt haben wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Am liebsten waren wir da mit der Kette irgendwas anzustellen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir müssen da auch hin. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir eben? Okay. Wo ist er? Da vorne steht er. Hast du schon für eine Idee, Sam? Okay, bereit? Okay, das war schon eins. Zwei. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay. Jetzt sieht sie stilvoll aus. Den Weg, den kennen wir ja schon.
war, glaube ich, aber noch ein Kronleuchter, oder? Wenn ich die Ketten da so sieg. Oder müssen wir die Ketten hernehmen? Ja. Ah, sehr geil. Verzeihung. Oh, sorry, Condent. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Wo geht's da entlang? Nirgends, aber wir werden da wahrscheinlich eh oben essen. Blödsinn, wir müssen ja auf dem Wachturm auf. Eine beim Fenster wieder. Okay, mal hoch. Boah, ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Schaut sehr gut aus mit dem Glander, mit dem Kronleuchter da in der Mitte. Boden mit Teppich ausgelegt. Gut, das war's mit Treppen. Ups, zu früh gefreut. Ich hab's ja gesagt. L3. Ein Haken. Siehst du den Turm? Klar. Okay, so kann man da noch nichts auslösen. Sam, schau gar schau, ey. Sam, ich kann da nichts machen und da umspringen traue ich mich nicht, weil das ist ziemlicher Sicherheit tot. Aber wir könnten versuchen, dass wir uns da an die Kante Ding da hängen. Ja, genau. Weil dann können wir jetzt zum Haken um. Und auf das Fenster, das wird aber nichts bringen. Wir gehen da aber natürlich weiter auch. Jawohl. Ja, okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. Und wir sind oben. Schaut auch wieder wunderschön aus da. Aber wir werden noch weiter reingehen, nehme ich mal an. Aha. Hey, bringst du mich da hoch? Klaro. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Ich hab hier was. Oha, hey, muss man. Vorsicht. Sicher weg, gern, ja. Hallo. Sehr gut. Alles ausgeräumt da. Da ist nichts mehr in ungeahnter Kisten drin. Und wir sind oben. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Wenn sie uns schon mal die Möglichkeit geben, so ein Panorama zu genießen, da ist der Berg, dem wir immer gefolgt sein, dann genießen wir es auch mal. Ein Traum ist es da. Jetzt war noch schöner Sonnenuntergang. Aber man kann nicht alles haben. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Alter! Bist du okay?
Scheiße, Nathan! Warum denn? Schaut! Hat man nicht auf die Stirn rufen sollen? Ich bin hier unten, komm schon! Komm nochmal da um, ey. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben! Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Nicht warten, nee. Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Sollt. Die hängen mal nur so rum, ne? Müssen vielleicht nach oben. Ja, glaubt's halt, schau, wie geil das ausschaut, bitte. In der Panik voll verdruckt. Drucke Kreis statt X. Arschlöcher. Seien die schon wieder da? Komm schon, hier oben! Klemm da das Seil hoch! Boah, sie lassen noch keine Sekunden noch Ruhe. Das ist ja Wahnsinn. Da geht's zu. Boah, brutal. Gut, wir wieder außen geklettert müssen. Boah, jetzt ist der auch noch da. Okay, halt, halt! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse?
wäre das Klügste. Ach komm, Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott verdammt. Was ist denn mit ihr? Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Autsch. Die Lady ist ja brutal. Ja, halt durch, Sam. Ich komme. So, ich würde jetzt echt gern da irgendwo rauskommen, dass ich meinem Bruder helfen kann. Sehr gut. Vielleicht erwischen wir sie ja von oben. Na, brutal. Hol dir die Waffen. Schieß sie einfach weg. Natürlich. Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow. Jeder von uns... Beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel. Bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns doch in der Hand, entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal? Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt! Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch.
Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast...